Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Devs on Tape. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Gast jetzt das zweite Mal begrüßen können und auch deutlich früher, als vielleicht der eine oder andere gedacht hat. Ja, hallo Martin erstmal. Ja, hi. Danke, dass ich schon wieder bei euch zu Gast sein darf. Ja, ich weiß gar nicht. So, glaube ich, 2 Wochen her gefühlt. Oder 3? Nicht nur gefühlt. Gefühlt war es gestern. So. Ja gut, okay, ja, das stimmt. Ja, aber ich freue mich sehr, dass wir uns heute über ein gemeinsames Lieblingsthema unterhalten können. Zumindest ein Teil davon. Mit CI/CD habe ich selber noch nicht so viel gemacht, aber da werden wir dann ja einsteigen. Da wirst du ja auch noch einiges erklären, denke ich. Und wenn ihr erfahren wollt, wer Martin jetzt so im Detail ist, sag ich mal, dann könnt ihr euch gerne die letzte Folge anhören von ihm. Da geht es auch um JavaScript, weil du bist ja Product Manager für JavaScript in der Datenbank bei Oracle. Und da sprechen wir in der letzten Folge, haben wir mit dir ganz, ganz viel über das JavaScript gesprochen, wie man das so umsetzen kann, wie das ist, wie es gelaufen ist, wie deine Vergangenheit war, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Und über dich persönlich. Und heute, genau, sprechen wir noch über eine andere Facette, nämlich SmartDB und CI/CD. Top. Sehr gut. Ach, sehr schön. Okay, ich bin gespannt, wo uns das hinführt. Und zwar, okay, fangen wir an. SmartDB. Also SmartDB ist ja der Ansatz, dass wir die Logik in die Datenbank packen. Es gibt ja mal diese zwei Seiten, einmal, ich sage es jetzt einfach mal ganz stereotypisch, das ist natürlich nicht pauschalisierend, einmal haben wir den Java-Entwickler auf der einen Seite, der sagt, nein, ich möchte alles in meiner Applikationsebene haben. Und dann ist der Datenbankentwickler auf der anderen Seite, der dann sagt, nein, das ist das Schnellste und Beste, wenn wir das Ganze in die Datenbank packen. Magst du da vielleicht einmal so ein bisschen ausführen noch, was für dich ja in dem Sinne auch SmartDB heißt und was für dich die Vorteile sind? Ja, sehr gerne. Und das ist tatsächlich heutzutage fast weniger eine technische Frage als eine kulturelle Frage. Also von der Frage her, wie ist die Organisationskultur geschaffen? Wie will man entwickeln? Als ich angefangen habe, mit Datenbanken zu entwickeln, was ja jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, in meinem ersten Job zum Beispiel, hatten wir eine Anwendung, die war Forms-basiert, also ein Forms-Frontend, und alles, was an Logik war in PLSQL in der Datenbank selber gespeichert. Mhm. Und ich, frisch von der Universität gekommen, dachte mir, hey, so habe ich das gehört, so ist das, so soll das sein. Und das hat tatsächlich super funktioniert. Aber die hatten halt auch eine ganze Herde von sehr guten PLSQL-Entwicklern. Mhm. Und von daher hat das wirklich super funktioniert. Und das damals war das Deployment-Modell eben, dass man Forms-Client hat, entweder auf seiner eigenen Workstation, oder damals gab es noch so Remote-Desktop-Lösungen von Citrix zum Beispiel. Ja, die gibt's, glaube ich, heute auch noch, wo man einfach so ein Citrix-Umgebung aufgebaut hat und die User verbinden sich dagegen und dann haben die dann das Forms-Interface und arbeiten interaktiv mit der Datenbank. Aber wenn es um irgendwelches Verarbeiten von Daten ging, dann hat man ganz einfach einen Prozess auf dem Datenbank-Server angestoßen. Dann fror die Forms-Maske so ein bisschen ein, bis das dann fertig war. Mhm. Und aber das hat tatsächlich top funktioniert, weil eben die Verarbeitung der Daten dort stattfand, wo die Daten auch waren. Und das waren damals schon richtig große Kisten, so Sun V490 oder E10K, also so, ja, Anfang der 2000er, das, was man als richtig große Kiste bezeichnet hat, mit ganz viel Arbeitsspeicher und vielen Prozessoren und so, das war toll. Und das hat tatsächlich wirklich viel besser funktioniert als andere Ansätze, wo man dann halt die ganzen Datensätze immer einzeln Stück für Stück in die Richtung Datenbank geschoben hat, was getan hat und wieder zurückbekommen hat. Und ich mag diesen Ansatz einfach, weil es ist einfach sehr viel effizienter, als das einfach mit ganz, ganz vielen REST-Calls heutzutage zu machen. Mhm. Und damals war es eine ganz andere Frage. Ich glaube, heute ist es sogar tatsächlich eine Frage, was kostet mich das? Weil Netzwerk, Egress und Ingress kostet ja, je nachdem, wenn man es in der Cloud hostet, seine Datenbank, seine Anwendung, dann ist es tatsächlich auch eine Kostenfrage. Und was halt auch gerne unterschätzt wird, ist eben die Fähigkeit von modernen Datenbanken, Zugriffe zu protokollieren. Also ich habe auch Fine-Grained Access Control in Oracle, ich habe Virtual Private Database
Ich kann über Auditing, kann ich protokollieren, wer auf welche Daten zugegriffen hat und all sowas. Und das ist halt smart. Das finde ich halt wirklich gut. Aber es ist eben, wie du sagtest, ja, man braucht Entwickler, die sich mit dem Thema auskennen. Und deswegen wieder jetzt, um die Brücke zu schlagen, zum ersten Punkt, ist so eine kulturelle Frage. Wie viele Entwickler, die wirklich gut sind in PSQL, gibt es? Und ganz wichtig ist die Frage, wenn ich das jetzt so machen will, wird das dann nicht zu meinem Bottleneck? Das ist, heißt, die PSQL-Entwickler, die sind halt nicht so viel in der Anzahl und die müssen jetzt 1000 verschiedene Sachen gleichzeitig machen und dann gibt es ja immer die engen Deadlines und ja. Dann kann ich halt schon gut verstehen, dass man dann auch sagt, hier bei den Frontend-Leuten, das dauert mir alles zu lange, bis das gemacht ist, dann schreibe ich das eben selber. Und ich glaube, das ist so das große Spannungsfeld heutzutage im Bereich Enterprise Computing. Also wenn es jetzt um Microservices geht, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber so, das ist so SmartDB, wie ich es sehe. Ich greife jetzt noch mal ein bisschen, also ich würde gleich gerne noch mal tiefer in das SmartDB-Thema reingehen, weil das ja auch von der Entwicklungsseite her auch noch im Detail, sag ich mal, ganz interessant sein könnte. Von dem, was du eben beschrieben hast, na, wenn wir die Logik in der Datenbank haben, hast du ja schon erzählt von den Entwicklern, die das Bottleneck dann vielleicht sind, also von den Datenbankentwicklern. Weil die ja einfach auch von der Menge her, wenn man ganz realistisch ist, einfach deutlich geringer ist und jetzt gerade auch im Sinne, ich sag mal, des demografischen Wandels vielleicht auch in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr so viele nachkommen. Und deshalb überlegen ja aktuell auch viele Unternehmen, ob die, ich sag mal, allgemein, neben dem, dass sie von Oracle vielleicht allgemein weg wollen, warum auch immer, Lizenzkosten, was weiß ich. Aber auch eben, dass vielleicht nicht mehr so viele Entwickler nachkommen, dass dann die Unternehmen vielleicht den Vorteil darin sehen, die Logik in der Applikationsebene, also in einer anderen Sprache zu haben, abgelöst von der Datenbank, dass sie dann die Datenbank potenziell austauschen könnten. Wie siehst du das? Hast du da irgendwie eine Sicht zu oder eine Meinung? Ja, ich glaube, da gibt es zwei Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen. Zum ersten, ich habe jetzt jede Menge PSQL erwähnt und das ist ja auch Stand der Dinge bis 19c. Und mit 21c kam ja dann auch jetzt mein Lieblingsthema. Bin da auch komplett im voreingenommen. Nein, was ich sagen wollte, ist, das ist erkannt worden, klar. Also PSQL-Entwickler sind halt nicht so wahnsinnig zahlreich verglichen mit Entwicklern von anderen Sprachen. Und das ist eben der Grund, warum man bei Oracle wohl zum Schluss gekommen ist, ja, wir müssen einfach mehr Sprachen anbieten, um die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und JavaScript ist ja ein guter Anfang, finde ich, weil JavaScript-Entwickler gibt es sehr viele. JavaScript ist unfassbar populär, was Frontend-Entwicklung angeht. Und von daher ist es quasi nur logisch, dann zu sagen, hey, anstatt euren Code jetzt in React Server-Komponenten zu schreiben oder in Angular oder in Vue oder was auch immer, wo ihr dann potenziell viele Roundtrips mit der Datenbank macht, ruft doch einfach prozedurale Logik. Man muss da einen besseren, sexy Begriff finden, weil Stored Procedures, das zieht nicht so richtig. Aber man muss eben, also meiner Meinung nach, sollte man tatsächlich drüber nachdenken, die Logik in die Datenbank zu packen. Und wenn man das in anderen Sprachen machen kann als nur PSQL, oder wie ich meine, das ist dasselbe Problem, was andere Datenbankhersteller haben mit ihrer prozeduralen Erweiterung von SQL. Gibt es halt weniger Leute am Markt, die das können. Und dann, ja. Und so, das ist das Erste. Und das zweite Thema ist eben, ja, will ich meinen Code aus der Datenbank rausziehen, um möglichst neutral zu sein, um dann notfalls auch die Datenbank ersetzen zu können. Ich weiß jetzt nur im Enterprise-Bereich, basierend auf meiner Erfahrung, ist das sehr viel komplizierter, als man sich das vorstellt. Und Systeme, die plattformneutral geschrieben worden sind, gibt es tatsächlich. Ein guter Freund von mir, der hat dann gesagt, it runs equally bad on any platform. Also, ja, da gibt es wenigstens keinen klaren Sieger, aber wenn man plattformneutral entwickelt, dann verschenkt man meiner Meinung nach halt das Potenzial der Lösung, auf der man gerade ist. Und das ist egal, auf welcher Datenbank man ist. Jede Datenbank hat ihre Stärken. Genau wie jede Programmiersprache ihre Stärken hat. Und wenn man versucht, in JavaScript so zu programmieren wie in COBOL, jetzt nur um zwei extreme Beispiele zu finden, ja, dann wird das so nicht funktionieren. Man muss tatsächlich diese Lösung, für die man sich entschieden hat, hoffentlich nach reichlich guter Auswahl, damit es auch funktioniert,
sollte man tatsächlich aber auch die Stärken und Schwächen kennen und auf die Stärken hin optimieren und die Schwächen, auch wenn das jetzt vielleicht einfacher ist, wenn man den Code 1:1 portiert, die sollte man tunlichst vermeiden. Und da gibt es jede Menge Beispiele. Da gibt es zum Beispiel was, wo eine Anwendung auf Oracle migriert worden ist und die hatte ich mal supportet vor 4 Jahren und das war einfach eine super einfache Datenbank, von der das kam und das war alles dynamisches SQL und das ist halt für Oracle ist das nicht so ideal. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben das dynamische SQL haben wir ganz einfach umgeschrieben, weil es gab überhaupt gar keinen Grund, das komplett dynamisch SQL zu machen. Wie ich sage, ja, nutze die Stärken deines Systems. Ja, wir haben dann ganz einfach den Code umgeschrieben von execute immediate, was da zigtausend Mal im Code drin war, auf richtige Cursor. Ey, und auf einmal, ja, wie bei so vielen Dingen im Leben, sobald man es richtig macht, ne, funktioniert das auch. Aber ja, das sind halt diese Portierungsgeschichten, wo es halt schwierig ist, abstrakt zu schreiben. Das bringt meiner Meinung nach relativ wenig. Ja, und man ja verliert dann vielleicht auch den Vorteil seiner Technologie, die man ja auch Genau. hat, bezahlt, nutzen möchte, wie auch immer, administriert, dass man die nutzen kann. Das gilt ja auch, es gilt ja eigentlich für alle Sprachen. Also nur kenne die Technologien, die du benutzt und nutze deren Vorteile. Ja, und du bezahlst ja auch dafür, von daher. Dann warum sollte ich eine Enterprise-Datenbank so verwenden wie SQLite? Ja, also ohne auf SQLite jetzt rumhacken zu wollen, aber es ist halt ein komplett anderer Ansatz. Und die Schnittmenge zwischen den Features von den beiden, wenn man auf die sich beschränkt, dann hat man wirklich wahrscheinlich zu viel Geld ausgegeben. Ja, das stimmt. Und SmartDB ist ja auch, ich sag mal, also im Datenbank-Entwicklungskontext ist es ja auch viel, hat das ja auch viel mit dem Aufbau von Code zu tun. Und ich weiß noch vor einigen Jahren, also Diskussion kommt ja immer wieder, wie so viele technische Themen immer wieder kommen. Und vor einigen Jahren weiß ich noch, da war so Steven Feuerstein ganz weit vorne mit seiner Struktur, mit diesen TAPIs, also Table APIs und XAPIs und dann kam Philipp Salvesberg noch mit seiner PinkDB um die Ecke. Hast du dich da viel eingearbeitet oder beziehungsweise auch viel mit diesen Ansätzen beschäftigt und irgendwie eine Idee, wo du da diese Abstraktion von Code oder die Strukturierung von Code, sagen wir es mal, runtergedampft, ja, für dich umsetzen würdest oder empfehlen würdest? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass diese Sachen, die du angesprochen hast, vor allem das, was die Table APIs und so, ich glaube, davon habe ich zum ersten Mal von Tom Kite gehört, so Anfang 2000. Und das Thema ist ja dann kontinuierlich weiterentwickelt worden. Und wie so alles in der IT hat jede Technologie und jeder Ansatz so seine Lebenszeit und Lebenserwartung. Und wie ich eben sagte, wenn du jetzt so ein gewisses Modell aufoktroyierst oder sowas machen willst bei jüngeren Entwicklern, die mit der Technologie nicht so vertraut sind, dann ist die Frage, ob das Akzeptanz findet. Und natürlich ist der Ansatz richtig, aber es ist die Frage, meiner Meinung nach, ob man damit die heutigen Entwickler abholen kann, ja, dass sie sagen, hey, wir schreiben jetzt Table APIs und alles und machen sonst nichts. Das große Risiko ist eben, was ich so sehe, dieser Graben wieder zwischen Entwicklern und den DBAs oder den Datenbankentwicklern, dass man den weiter aufreißt, anstatt ihn zuzuschütten. Und das ist, glaube ich, das, was wir tun sollten. Wenn wir dann sagen, hey, Table APIs ist das Einzige, und dann sagt ein Entwickler, ich brauche jetzt eine neue Tabelle, und dann sagt der, dann kommen wir wieder zurück, was ich anfangs sagte. Ja, dafür gibt es jetzt noch kein Table API, das kann ich dann nächste Woche schreiben. Dann sagt der Frontend-Entwickler, ja, das ist ein bisschen schade, weil ich bräuchte es eigentlich jetzt quasi jetzt. Und dann ist man wieder in der Situation, wo man sagt, ja, die blöde DB will ich gar nicht benutzen, ich schreibe das alles im Frontend und dann gehe ich. Weil man muss ja das, man, ich verstehe beide Seiten, ja. Also die eine Seite ist, ich möchte jetzt einen klar strukturierten Datenzugriff haben, Table API. Auf der anderen Seite verstehe ich den Entwickler, der sagt, ja, ich möchte mal gerne mal was machen. Und ja, und da sprechen wir bestimmt später noch drüber. Da kommt eben dieser Ansatz, der in der Literatur auch zu DevOps zum Tragen kommt. Und da ist ein hervorragendes Buch, was ich gerade lese, von Emily Freeman. Und Emily Freeman, die sagt eben, DevOps ist kein technologisches Problem. Das ist weitgehend gelöst. Es ist ein Leuteproblem. Ja, mehr Kommunikation, besser das Team motivieren und vor allem Silos abbauen.
Und das ist also so ein Grund, wo ich denke, dass das sollte man tatsächlich tun. Also ich habe überhaupt gar nichts gegen SmartDB, PrintDB oder Table APIs. Ich frage mich nur, inwiefern man die Entwickler damit abholt. Wie viele Leute kann man damit heute für Datenbanktechnologie begeistern? Und ich fürchte halt, ja, dass Datenbanken als solches, das wird weniger gelesen an der Hochschule. Du hast damit weniger Berührungspunkt und viele Frameworks, die abstrahieren die Datenbank ja komplett weg. Wenn man zum Beispiel an Django denkt, da hast du überhaupt gar keinen Berührungspunkt mehr mit der Datenbank. Du definierst dir dann sozusagen dein API in Python und das Framework macht dann die Schema-Migration. Man sollte dann hoffen, dass es möglichst gut mit der jeweiligen Datenbank harmoniert. Aber so läuft das dann halt. Und da könnte ich zum Beispiel jetzt dem Django-Entwickler, dem könnte ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich wüsste noch nicht mal technisch, wie ich so ein Table API da nutzen sollte, ja. Also von daher, ja, es ist ein definitiv ein komplexes Thema. Und ich denke, um es jetzt abschließend nochmal zu sagen, ohne zu viel zu quatschen, es kommt immer darauf an, wenn man das im Team natürlich so geregelt hat und die Leute damit alle einverstanden sind und das auch umsetzen können, dann ist das eine super Sache. Aber wenn man halt mit neuen Absolventen zu tun hat, die dann vielleicht auch weniger Berufserfahrung haben, auch weniger Datenbankerfahrung, dann könnte es ein bisschen schwieriger werden. Ja, ich denke auch, wir haben da auch auf jeden Fall mehrere Seiten. Wir haben ja einmal also ich bin ja primär im Apex-Umfeld tätig. Das ist ja genauso wie bei Forms auch einfach schon sehr nah an der Datenbank dran. Und dieses Thema TAPI, XAPI und so, das begleitet mich auch schon eine ganze Weile, weil ich natürlich auch mal versuche zu eruieren, lohnt sich das jetzt einzubinden? Auf der anderen Seite gibt es ja auch zum Beispiel in Java, da weiß ich es zumindest aus erster Hand, dass man dort auch einen sehr standardisierten Entwicklungsprozess hat, sag ich mal. Also wenn man mit der Datenbank kommunizieren möchte, dann setzt man da seine Modelle auf, seine Klassen, seine Services, etc. Also es gibt ja immer dieses gleiche Verfahren. Und bei diesen SmartDB oder bei diesen Ansätzen denke ich mir auch oft, das könnte so etwas Ähnliches sein, aber in der Datenbankentwicklung hat man wahrscheinlich einfach nicht, wie du schon sagtest, also wo sind wir? Wo kommen wir her? Kommen wir aus einer datenbankgetriebenen Anwendung, wie zum Beispiel Apex, die sowieso schon dabei ist, in der Datenbank ausgeführt zu werden? Oder kommen wir von einem Framework, wie zum Beispiel einem Java-Framework oder einer React-Anwendung oder wie auch immer oder einem Python-Programm und müssen dann da auf unsere Daten zugreifen, dass das dann nicht funktioniert unbedingt, dass man dann diese Standard, mehr oder minder, ich sag mal, standardisierten Prozesse wie diese Table APIs, diese Transaction APIs, etc., dass man die dann alle gleich formatiert, gleichbleibend aufsetzt, dass das einfach nicht realistisch ist, das irgendwie übereinzubringen. Ja, das sehe ich auch so, ja, genau. Ja, also wie gesagt, Table APIs sind so ein spannendes Thema, weil es immer wieder eine Diskussion ist. Gerade eben auch im Datenbankentwicklungsbereich. Wir betrachten jetzt natürlich ein bisschen mehr. Genau, okay, also wir haben jetzt die SmartDB-Komponenten, sage ich mal, besprochen. Du hattest, als wir das kurz angeschnitten haben, das letzte Thema, das Thema in unserer letzten Session, hattest du auch direkt die das ist mal sehr schwierig für mich, das Wort in Deutsch, die Instrumentation, sagt man das auf Englisch, die Instrumentation, hast du in den Raum geworfen. Kannst du einmal erklären, was genau du damit meintest? Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema in der Datenbankentwicklung und das ist was ich relativ wenig sehe über die letzten 20 Jahre, die ich das schon mache, ist den Code instrumentieren. Das ist Carrie Millsap. Beim ersten Mal ist es mir aufgefallen, als ich Carrie Millsaps Buch gelesen habe, also sein erstes Buch. Und dort hat er eben drin geschrieben, dass Instrumentierung essentiell ist, um Anwendungen zu schreiben. Und zwar gab es ein super Beispiel. Unter anderem hat er gesagt, da gibt es so einen Prozess, hat er festgestellt bei einem Kunden, wo er gewesen ist. Dieser Prozess dauerte eben 20 Stunden und das ist natürlich sehr lange. Und dann hat er sich ja gefragt, ja, lohnt es sich, diesen Prozess zu optimieren, irgendwie mal zu schauen, was die da machen. Aber in dem Kontext hat er dann gleich weiter ausgeführt, ja, Tuning von solchen Prozessen lohnt sich dann tatsächlich nur, wenn das was ist, was auch Wert für, also Business Value hat er das genannt, wenn es dann. Weißt du, wenn das so eine, ich migriere jetzt eine Tabelle zu einer anderen Tabellenstruktur und mache das einmal und dann nie wieder, ja, dann lohnt sich das nicht, da groß Zeit in zu investieren, diese 20 Stunden auf 2 Stunden zu reduzieren. Aber wenn es jetzt irgendwie ist, welche Bestellungen zu validieren, oder sage ich jetzt mal so dieses typische Validierung von
Warenkörben oder Kreditkartenvalidierung. Ja, wenn das, also wenn das 5 Minuten dauert statt 2 Sekunden, dann ist definitiv wertvoll, ein wertvoller Prozess, weil direkt da Umsatz dran gekoppelt ist. Also Sachen, die für das, für den eigentlich originären Geschäftszweck wichtig sind, die sind wichtiger zu tunen als solche Sachen, die man einmal macht. Aber jetzt kommt der, um den Bogen zu schlagen. Wie weiß ich denn, was ich wann mache? Wie weiß ich denn, was für Abfragen zu einem bestimmten Businessprozess gehören? Und da man heute nicht mehr diese Formsarchitektur im klassischen Sinne hat, wie früher, ist es eben schwer zu sagen, eine Session ist einem Endnutzer zuzuordnen. Früher war das halt viel einfacher. Du hast ja dann geguckt, was diese Session macht. Und da gibt es ja auch dynamische Performance-Views in der Datenbank, da sieht man das alles. Aber heute ist es ja so, du hast einen Connection-Pool, da sind dann, was weiß ich, wie viele, 42 Sessions drin. Und dann für eine Abfrage kriegst du mal eine Session 1 und für die nächste Abfrage kriegst du Session 3. Und wenn du fertig bist, gibst du die immer zurück in den Pool. Von daher ist es über Tracing fast unmöglich rauszukriegen, was so eine Session macht. Und deswegen ist eben die Instrumentierung super wichtig, dass man bei den Sachen, die kritisch für den Erfolg des Unternehmens sind, dass man eben da Instrumentierung reinwirft und sagt, ich bin jetzt hier in Module Action zum Beispiel, ich bin jetzt in dem Modul Stellung abschließen, ja, und dann Action ist, was weiß ich, Fraud Detection, Action ist dann Warenkorb prüfen, Action ist dann so und so. Und es ist dann tatsächlich, und es ist dann sehr gut möglich, dann in AWR, also im Automatic Workload Repository nachzuschauen, hier, was sind denn die ganzen, ja, was sind denn die Top 7 oder die Top 10 Statements für die Kombination aus Module und Action? Und dann kann ich das noch weiter eindampfen. Wann war das denn jetzt am Freitag? Wie sah es denn letzte Woche aus? Wie war es denn im Vormonat? Und so kann man eben hervorragend nachvollziehen, was eine Datenbank gemacht hat im Lauf, ja, der Zeit. Aber das, was wirklich schade ist, dass man das so wenig sieht, ja, und dann gibt es eben Module und Action sind beide null und dann musst du eben gucken, ja, das war am Donnerstag zwischen 15:30 und 16 Uhr, und so, ja, okay, dann schauen wir mal und vielleicht finden wir ja, wonach wir suchen. Ja, oder meine Abfrage oder meine Applikation ist gerade langsam und dann, ja, okay, gucke ich mir mal alle SQLs an, die aktuell laufen. Genau, vielleicht finde ich ja das eine, Genau. was langsam ist. Gut, also das heißt also, dass wir zumindest quasi einen Einstiegspunkt schaffen. Ich denke mal, wir reden da vor allen Dingen ja von Technologien, ich sage jetzt mal abseits von Apex und Forms, wie du es ja eben schon, auch so Forms hast du jetzt explizit gesagt und Apex macht das ja auch schon automatisch, dass wir dann unsere Session mit dabei haben. Gut, wir haben die Seite nicht dabei, wo wir es ausgeführt haben, aber wir wissen immerhin, es kommt aus Apex und es kommt von dem User. Und dass wir dann aber, ich habe zum Beispiel auch schon Anwendungen gesehen, wo, also Anwendung möchte ich eigentlich gar nicht nennen, Excel-Dateien, wo Anwendungen gebaut wurden oder so etwas wie Anwendungen gebaut wurden und dass die dann quasi sagt, ich bin jetzt Excel XYZ und ich bin für den Prozess jetzt zuständig oder ich mache jetzt gerade den Prozess und dann mache ich den Prozess, damit man dann auch nachvollziehen kann, besser, dass man sich gerade, also dass die Abfragen aus diesem Prozess kommen und vielleicht auch aus dem Tool im Endeffekt, was ja auch gar nicht mal so schlecht wird zu wissen. Genau, und was ich da auch noch Spannendes gehört hatte mal von dem DBA. Ich bin da immer nicht so super tief drin. Wenn man den Service Name kann man ja auch, man kann ja beliebig viele Services, Servicenamen, wie auch immer definieren und dann könnte man den Applikationen entsprechend diese Servicenamen zur Verfügung stellen, dass man dann auch schon anhand des Servicenamens sehen könnte, von wo die quasi gerade zugreifen, damit man das auch schon einschränken kann. Siehst du das auch als Good Practice oder würdest du da vielleicht sogar noch was anderes empfehlen? Ja, das haben wir viel gemacht, als ich noch bei Anketech war. Da hatten wir so ein Tool geschrieben, in Apex übrigens, zur Datenbankkonsolidierung. Also was wir dann gemacht hatten, wir hatten ja, so ein Extrakt vom Automatic Workflow Repository von den Datenbanken, die wir konsolidieren wollten, angefragt. Ja, das war dann so eine CSV-Datei, die haben wir dann in Apex über Data Loading hochgeladen. Und dann wussten wir halt, ja, jetzt haben wir jetzt 42 Datenbanken, die sollen konsolidiert werden. Und dann konnte man sehen, was dann die Anforderung der Datenbank gewesen ist. Also wir haben dann geguckt, was ist der totale, also der gesamte CPU-Bedarf, was ist, wie groß ist die SGA, die PGA und die verschiedenen Speicherkomponenten und wie groß ist die Datenbank selber und wie wächst die und noch eine Menge anderer Sachen. Und dann konnte man das so in Apex kann man das ja wunderbar visualisieren, über solche Charts. Und dann konnte man sagen, okay, dafür braucht man jetzt ein Quarter Rack, ein Half Rack und so weiter. Und da war es dann ganz essentiell auf so einer konsolidierten Plattform, dass man Services hatte für die verschiedenen Anwendungen, die da drauf gelaufen sind.
Und im Extremfall wurden tatsächlich auch mehrere Datenbanken in eine konsolidiert. Da ist es natürlich dann noch viel wichtiger, dass man dann nicht einfach so einen generischen Servicenamen nutzt, so einen Anwendungsservice, sondern halt Anwendung 1, Anwendung 2, Anwendung 3. Und wenn man, und das ist schon mal natürlich in konsolidierten Umgebungen, ist es schon mal sehr viel wert, dass man weiß, okay, das ist jetzt hier Anwendung 1, da gab es eine Regression, da hat einer was getestet oder ist nicht aufgefallen, jetzt haben wir ein Performance-Problem und dann kann man das dann eingrenzen. Das ist schon mal super gut. Okay, sehr gut. Also dann haben wir schon mal die ersten Hinweise, worum ihr euch kümmern könntet, wenn ihr diese Folge gehört habt und mehrere Technologien im Einsatz habt, abseits von Forms und Apex. Genau, die Frage, die man sich dann ja, also wir sprechen jetzt ja gerade viel über, was machen wir auf der Datenbank, wie implementieren wir die Sachen vielleicht, wie machen wir es einfacher, die Problemstellung zu finden oder die ja, Performance zum Beispiel zu optimieren, beziehungsweise dann darauf einzugehen. Und die Frage, die man sich dann ja auch oft in der, also anders, in der modernen Softwareentwicklung, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen modernen Softwareentwicklung, ist es ja Standard, dass wir mit Versionierung arbeiten. Das ist ja eigentlich in allen Sprachen gleich und manchmal leider in viel SQL irgendwie nicht so selbstverständlich, wie man das vielleicht denken würde. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir sagen einfach, das muss sein, Versionierung muss sein. Und idealerweise einfach, weil es ja modern und momentan State of the Art ist, auch mit Apex, ach Quatsch, mit Apex, natürlich mit Apex, aber ich meine natürlich mit Git. Nein, nein. Die Frage kommt gleich noch. Genau, also dass wir Versionierung betreiben mit Git. Und dort würde ich dich gerne fragen, wie würdest du das angehen? Also wir haben ja meistens die Frage, entweder grüne Wiese Projekt, also wir starten was komplett Neues, oder wir haben die Frage, wir haben schon super viel Datenbankcode und möchten den jetzt anfangen zu versionieren. Hast du da irgendwie, oder sagst du vielleicht sogar, Git ist gar nicht dein Tool, das Tool deiner Wahl, sondern du hättest gerne eigentlich was anderes? Ja, also Git auf jeden Fall, weil ich glaube, es gibt im Moment kein anderes Versionskontrollwerkzeug, was ähnlich populär ist. Und jeder, wie du genau sagst, jeder Entwickler, der irgendwie in Java oder JavaScript oder anderswie unterwegs ist, der benutzt das. Und das wird auch so ganz früh wird das auch schon den Entwicklern nahegelegt. Also ich erinnere mich dann zum Beispiel, mein erstes JDBC-Projekt habe ich auf Tomcat laufen lassen. Und das ist schon wirklich, wirklich lange her. Also so als 2002 oder sowas. Das fing dann halt an. So als erstes machst du dir mal ein Versionskontroll. Also erstmal, es war damals Tabulin, glaube ich. Machst du dir erstmal so ein Repository. Ist aber egal. Die Technologie ist schlussendlich fast schon zweitrangig, solange man Versionskontrollwerkzeuge einsetzt. Und das war dann eben so, bevor du eine Zeile Code schreibst, mach jetzt mal erstmal dieses Repository auf. Und dann kannst du anfangen, Code zu schreiben. Ja, und das ist halt irgendwie Standard überall. Außer in der Welt der Datenbanken. Und ich glaube, das ist nicht Oracle-spezifisch. Ich glaube, das ist über alle Datenbanken, wo man so Code schreibt, genau dasselbe. Es wird einfach nicht den Entwicklern gleich als erstes nahegelegt, ein Repository zu erzeugen. Und da denke ich, ja, ich habe es mir so ein bisschen zu meiner Aufgabe gemacht, das den Entwicklern ein bisschen näher zu bringen. Ich toure die DOA und andere Konferenzen schon. Und an einer meiner populären Vorträge ist eben, was kann ich denn als Git, wie kann ich denn Git nutzen, wenn ich für die Datenbank entwickle? Also ich glaube, ich habe den schon 5, 6, 7 Mal gegeben oder so an verschiedenen Orten. Und es ist halt tatsächlich immer noch Bedarf daran, den Leuten zu sagen, ja, wie erzeuge ich ein Repository? Ja, was sind die Files? Was ist denn überhaupt? Ja, brauche ich denn jetzt irgendwas so wie GitHub oder GitLab oder so ein zentrales Repository? Und wie ist denn der Workflow? Wie kann ich irgendwas da hochladen, wie kann ich einen Merge-Request aufsetzen, wie funktioniert das überhaupt? Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, dass man sich als Datenbankentwickler oder sogar auch als DBA mit dem Thema auseinandersetzt, weil automatisiert wird mehr und mehr. Und ob ich jetzt Ansible-Skripte in Git ablege als DBA, die ich benutze, um meine Umgebung hochzulegen, Terraform, genau das Gleiche, wenn ich jetzt irgendwie Infrastructure as Code mache. Oder ob ich PSQL oder JavaScript ablege in der Datenbank. Ich bin der Meinung, diese Sachen gehören alle versioniert. Und ja, das sollte man durchaus machen. Wobei es aber tatsächlich auch wiederum nicht unbedingt immer ein technisches Problem ist, das anzugehen. Ich hatte mal auf der POUG vor 2 Jahren mit jemandem gesprochen und der hat gesagt, wir haben da so einen DBA,
Der weigert sich standhaft, seine Sachen in das Gipfelpositiv zu machen, weil Ja. er hat Angst, dass er dann überflüssig wird. Ja, dann behält er Ah, das lieber auf seinem eigenen Laptop, noch nicht mal irgendwie auf so einem File-Server, sondern direkt auf seinem eigenen Laptop. Und ja, das ist halt, das denke ich halt, das ist so gefährlich, weil wenn der mal krank wird für 2 Wochen, ja, dann er ist der Einzige, der weiß, wie diese Skripte laufen. Vielleicht sind die super wichtig für die Anwendung. Und wenn dann irgendwie mal so ein Performance-Problem ist, ja, dann wieso diese magische Lösung, wie ich die Statistiken wieder gerade rücke oder sowas, dass ich dann diese Sachen nicht allen zur Verfügung stehen. Ich finde das wild. Ja. Und wenn der mal 2 Wochen weg ist, ja, dann passiert irgendwas, um Gottes Willen. Ja, also das ist tatsächlich, es ist spannend, mit Menschen zu arbeiten manchmal. Das stimmt, ja. Ja, das ist ja auch viel, also so extrem hatte ich es noch nicht, aber ich habe auch schon mehrfach in Projekten Git eingeführt und oft ist dann, gerade wenn man von keiner Versionierung kommt, sag ich mal, ist dann dieses Gefühl auch da, dass alles auf einmal so viel komplizierter wird und dass man jetzt viel mehr beachten muss und man nicht einfach entwickeln kann. Also, dass so den Leuten dann so ein bisschen das Gefühl vermittelt oder dass sie das Gefühl bekommen, dass sie nicht mehr so frei sind wie und unabhängig wie vorher, sondern dass dann ihnen irgendwie was beschnitten wird, indem sie dann diesen Schritt noch einführen. Das finde ich auch ein bisschen, also es ist immer sehr, ja, doch einfach sehr schwierig, aber ich glaube, das ist einfach mit jeder kulturellen Änderung einfach so, dass manche Leute sich damit einfach, ja, ich will nicht sagen schwerer tun, aber dass es einfach ein bisschen braucht vielleicht, damit das dann verinnerlicht werden kann, dass es Sinn macht, diese Skripts in einem Repository abzulegen. Das nennt man ja auch den Truck Factor mit dem Kollegen. Also wenn er von was, wie viel kostet es dann das Unternehmen, wenn er von einem Bus oder von einem Truck Ja. erfasst wird? Was man natürlich immer nicht hofft, aber genau, so heißt ja der makabere Faktor, der dann in dem Zuge immer im Raum steht. Bei Git. Das höre ich immer ganz oft von Datenbankentwicklern. Da werde ich bestimmt gleich auch nochmal bei dem Deployment mit drauf eingehen. Aber bei Git spricht man, also anders. Bei Git arbeitet man ja immer unabhängig auf seiner eigenen Maschine. Und es ist ja nicht so wie bei SVN, dass es zumindest standardmäßig diese Funktion gibt. Jemand blockiert oder lockt eine Ressource und ein anderer kann nicht daran arbeiten. Hast du da irgendwie eine Meinung zu diesem Argument, sag ich mal? Also das ist dann oft ein Argument von primär Datenbankleuten, die dann sagen, ich kann ja nur eine Person kann eigentlich nur an einer Ressource arbeiten. Ja, das ist tatsächlich, und das ist tatsächlich anders in Git, weil es eben schon von Anfang an darauf ausgerichtet worden ist, verteilt zu arbeiten. Also ich glaube, die Historie geht so, dass die Kernel-Entwickler für Linux, die hatten eine Lösung und die konnten sie aus irgendeinem Grund, der mir jetzt spontan nicht einfällt, das konnten sie nicht weiter verwenden. Und dann hat der Linus Torvalds ja eben gesagt, jo, dann schreibe ich halt mein eigenes, ja, wie man das halt so macht. Und ich glaube, wenn man den Linux-Kernel damit entwickeln kann, dann ist es schon ziemlich gut. Und da arbeiten ja doch auch viele Leute an dem Linux-Kernel. Von daher glaube ich, dass es tatsächlich möglich ist, auch mit mehreren Leuten an in Git zu arbeiten. Aber das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil es eben kein, ja, wenn ich jetzt irgendwie so ein Checkout von diesem Projekt mache, dann, und das dann lokal habe und nicht mehr auf meiner entfernten Instanz, so GitLab oder GitHub oder wie sie alle heißen, dann kann es natürlich in der Zwischenzeit sein, dass irgendjemand anders anfängt, an diesen Dateien zu arbeiten. Und da, ich glaube, da ist es dann tatsächlich weniger ein technisches Problem als ein Problem der Prozessoptimierung. Also wie arbeite ich an etwas? Und ich bin halt ein großer Fan von der Idee von Test-Driven Development und auch von Trunk-Based Development, dass, oder generell, selbst wenn man diese Sachen nicht machen würde, dass man eben anstatt, wie man das so früher gemacht hat, 2, 3 Mal im Jahr so ein Monster-Release hat, sondern dass man eben kleine inkrementelle Änderungen macht. Und diese kleinen inkrementellen Änderungen, das kann sein, ich füge eine Tabellenspalte hinzu, ich erzeuge den Index neu, ich mache einen Foreign Key hierhin und so. Dann, du musst nicht, jedes Release muss nicht irgendwie 20.000 Zeilen Code-Änderungen umfassen. Es ist tatsächlich viel besser, und das steht in diesen Dora-Reports, die von Nicole Forsgren gemacht werden. Und das ist auch in diesem ihrem Accelerate-Buch drin steht, ist dann kleine inkrementelle Änderungen, die dann automatisch geprüft werden. Und da sprechen wir bestimmt gleich drüber, über die Pipelines oder Git Commit Hooks heißen die Dinger, nicht Hacks.
dass man eben lokal schon mal testet, ja, funktioniert Hm. das, und dann spielt man es eben ein. Und dann ist auch das Risiko von Überschneidungen geringer, weil ich nicht irgendwie eine Datei dann habe, auf der ich dann einen Monat oder zwei sitze, bevor ich die dann versuche, in den Testbranch reinzumergen, wo 47 andere Leute gerade auch dran arbeiten. Und das typische Problem, was man dann eben bekommt, ist dann dieses Merge-Request-Huddle, weil 27 Kollisionen auf der Datei sind, und dann dauert das ewig, bis man das wieder herausgearbeitet hat, was denn jetzt wichtig ist, wie man verschiedene Changes unter einen Hut bekommt. Wenn man die gleich committet und in das Release einspielt, also vielleicht innerhalb von einem Tag, also ganz extrem ist das ja im Trunk-Based Development, wo sie sagen, ich sitze auf meiner Änderung für maximal einen Tag. Also ich komme morgens hin, mache meinen Change und abends ist der live. Das ist natürlich, da gehört schon viel dazu, dass man das unfallfrei hinbekommt. Aber wenn man eben je länger man auf seinen Changes rumsitzt, desto schwieriger wird das, Peer Review zu bekommen. Ja, dann, weil du kannst ja nicht direkt in Main mergen, hoffentlich. Da gibt es ein Release Management in der Regel, oder irgendwie der Hauptmaintainer, der dann drauf guckt und sagt, ja, hey, da musst du vielleicht noch was ändern. Aber ja, je kleiner die Änderung, desto geringer das Risiko, dass man nachher zu Kollisionen kommt, um es mal zusammenzufassen. Okay, das hast du schon einmal vorgegriffen. Also, wenn man mit Git arbeitet und über Git spricht und über Entwicklungsprozesse in Git spricht, dann hat man ja, also zumindest so defaultmäßig, zumindest früher auch, oft dieses Git Flow im Kopf gehabt, was dann ja im Endeffekt ist, ich entwickle etwas für längere Zeit, ich packe das vielleicht auf einen Testbranch, es wird dann getestet, dann packe ich es in einen Release-Branch und dann kommt dieser Release-Branch irgendwann Oh, durch die Hotfix den. ist nicht vergessen. Ja, stimmt, genau, die Die muss man Hotfix, ja die auch gehören auch parat noch haben. dazu. Und das ist ja so, ich sag mal, die klassische Art und Weise. Und tatsächlich, jetzt einfach, weil ich es von mir kenne, als ich das mit dem Trunk-Based Development das erste Mal gehört habe, war ich tatsächlich sehr irritiert. In meinem Kopf war das so, ich habe etwas ja noch gar nicht fertiggestellt, aber ich deploye schon einen Teil davon. Und genau, das war so das Erste, nachdem ich dann noch ein bisschen das habe wirken lassen, drüber nachgedacht habe und dann nochmal mich in Projekte reingefunden habe und so, dann habe ich schon festgestellt, ja, das macht total Sinn. Gerade auch im Sinne von einer automatisierten Deployment, also wenn man das nicht immer selber machen muss, dann macht das absolut Sinn. Und kanntest du da vielleicht nochmal so ein ganz bisschen in die Unterschiede, also du hast es eben schon grob erklärt, aber dass du dann vielleicht nochmal so ein ganz bisschen in die Unterschiede einsteigst oder wenn du zum Beispiel ein Feature hast, was du entwickelst, wie du dann, ich habe es ja eben erklärt, wie man es mit Git Flow machen würde, wie du es dann mit dem Trunk-Based Development machen würdest. Ja, also bei Trunk-Based Development ist die reine Lehre ja, dass du tatsächlich, also Trunk im Sinne von Main, so, also ich glaube, in CVS hieß der Hauptzweig oder der Produktivzweig, der hieß damals Trunk, deswegen glaube ich, heißt es Trunk-Based Development. Und dann hat man eben nur diesen einen, und die Entwickler entwickeln dann, wie gesagt, innerhalb von einem Tag an ihren Change, und dann wird der dann gegen Ende des Tages oder früher, wenn er früher fertig ist, wird der dann eben schon direkt in Main reingemerged. Und idealerweise ist das Feature dann schon fertig, aber bei manchen Sachen sagst du ja auch genau richtig, es dauert ein bisschen länger. Also dann würde ich ja sozusagen ein halbfertiges Feature in Main reinschieben. Das ist dann normalerweise ein Top-Kriterium für die Pipeline, geht auf Rot. Alle lassen alles fallen und stehen und müssen die Pipeline fixen, weil wir gerade alle nicht mehr arbeiten können. Ja, die Idee dahinter ist eben, dass man das über Feature Flags macht. Und zwar sagt man hier so, ich arbeite jetzt an Feature XYZ, und in meinem Code habe ich aber so einen Flag, der sie ihm sagt, XYZ scharf schalten, nein. Und so kann ich das dann idealerweise entwickeln, ich dann dieses neue Feature sozusagen parallel zu den Sachen, die aktiv geschaltet sind, und erst wenn ich dann fertig bin und es getestet wurde und abgenommen worden ist, dann sage ich eben, dieses Feature Flag setze ich dann von false auf true, und dann funktioniert das. Und das könnte man in Oracle zum Beispiel hervorragend machen, auch über Edition-Based Redefinition. Das heißt, wenn ich an so einem PSQL-Package zum Beispiel arbeite, oder ja, das ist vielleicht das beste Beispiel, oder ja, PSQL-Code im Allgemeinen, dann könnte ich eben sagen, ich erzeuge jetzt eine neue Edition in meiner Datenbank, und die benutze ich aber nicht. Also die Anwendung, die verbindet sich auf die Version N, und ich habe Edition N plus 1. Und baue dann da meine Code-Changes rein. Und wenn wir dann soweit sind, dann sagen wir einfach der Anwendung so, jetzt verbinde dich mal zu der
neuesten Edition und machst die andere aus. Und das könntest du auch über so ein Canary-Deployment machen, dass du sagst, hier nur ein paar bestimmte von meinen Applikationsservern, die verbinden sich jetzt dahin. Und so könnte man dann sagen, jetzt so ein Drittel meiner User ist dann auf der neuen Edition und zwei Drittel sind noch auf der alten. Und wenn alles gut geht, dann ziehe ich eben die zwei Drittel nach. Und wenn es nicht gut geht, kommt ja auch vor, ja, also es ist auch so ein DevOps-Gedanke, Embrace Failure. Also es wird vorkommen, dass Sachen nicht funktionieren. Man muss aber dann gewappnet sein und vorbereitet sein, ja, dass ich dann sage, okay, dann mache ich eben den Rollback auf die vorige Edition. Ja, das finde ich halt bei Oracle super klasse, weil man so viele Sachen online machen kann. Die Anwendung merkt davon quasi gar nichts. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich nur so ein Testing-Team auf die neue Edition loslasse. Ja, also dass ich habe Leute, die genau wissen, was sie testen müssen, wenn es denn sowas gibt, dass man die darauf loslässt. Und nur nachdem der Test okay war, switcht man dann um. Und ich erinnere mich an so manchen Samstag, wo so ein Release, so ein 6-Monats-Release dann Ja. eingespielt wurde, wo man sich sehr einsam fühlt. Ja. Weil alle anderen weg sind. Und der DBA hat nichts zu tun bis zum Schluss. Und dann irgendwann um 11 Uhr nachts kommt dann die Nachricht. Release erfolgreich. Und dann hast du dann, oh. Dann war der Blutdruck von 180 dann wieder auf 60 runter. Aber bis dahin war der Samstag eher gruselig. Und so könnte ich mir vorstellen, wenn man das, so ein Release über EBA und Online Schema Migrations, also die ganzen Sachen, die man mit Oracle machen kann, wenn man das mal implementiert hätte, damals vor vielen, vielen Jahren ist das schon gewesen, da hätte ich auch sehr viel ruhiger schlafen können, weil dann Rollback, ja, wer testet schon Rollback großartig, ja, also, Ja, keine. wir haben damals auf dem Storage Array haben wir Snapshots erzeugt von den LAN für die Nein. Datenbank, ja, da habe ich mal gefragt, okay, und wann habt ihr schon mal probiert, ob ihr wieder zurückkommt? Ja, das haben wir noch nie gemacht. Ja. So, okay. Ihr habt eine super Rollback-Strategie. Ich fühle mich jetzt schon sehr viel sicherer. Auch gefühlt, auch wenn man ein Rollback-Skript hat, gefühlt sagt man immer, okay, nee, wir gehen nur nach vorne. Ja, genau. Ich habe noch nicht erlebt, dass man sagt, okay, ich gehe zurück. Aber es geht auch teilweise gar nicht. Also wenn dann irgendwie Anwender schon eine Viertelstunde nach dem Release dann live sind, dann hättest du ja Datenverlust. Das ist in der Regel ist zurückgehen. Also ich habe es noch nicht gesehen. Na, wir hatten jetzt eben das Trunk-Based Development. Also ich, für mich habe das so ein bisschen runtergedampft, also um das selbst zu verstehen und zu verinnerlichen und den Sinn dahinter zu sehen. Wenn wir zum Beispiel auch ein Projekt haben oder ein Feature, was wir entwickeln und dann Datenbankänderungen haben, dann spricht ja auch nichts dagegen, also außer wir ändern natürlich bestehende Spalten, aber wenn wir neue hinzufügen oder so, dann spricht ja nichts dagegen, die jetzt schon zu deployen. Die schaden ja keinem, die sind dann halt einfach da und die verringern dann ja auch das Risiko unseres Releases, weil du hast ja schon gesagt, ne, je mehr dann da ist, kriege ich auch immer Schweißausbrüche, wenn ich irgendwie über 100 Dateien ändere, die irgendwelche auch tatsächlich geschriebenen Sachen sind und nichts irgendwie automatisch generierte, was ich dann natürlich auch gerne 3 Millionen Mal teste, insofern denn möglich, ob das dann auch wirklich ausführbar ist. Das ist natürlich viel, viel komfortabler, wenn man das Ganze runterdampfen kann auf kleinere Happen. Und also dieses Trunk-Based Development, beziehungsweise allgemein CI/CD, und da kommen wir jetzt, schlagen wir jetzt so ein bisschen den Bogen hin. Eigentlich sind wir schon mittendrin, aber egal, wir schlagen da jetzt den Bogen rein. Da hast du es ja eben auch schon gesagt, Testing ist dort eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ansonsten schießen wir irgendwelche Sachen in die Produktion, die wir nicht reinschießen sollten, weil sie nicht funktionieren. Also in der Datenbankentwicklung kenne ich jetzt persönlich nur UTP SQL als Testing-Tool, was man dort verwenden kann. Hast du noch irgendwelche anderen Sachen oder irgendwelche Hinweise für die Zuhörer? Ja, da kann ich jetzt wieder ganz unvoreingenommen auf das JavaScript-Ökosystem verweisen. Ja, also natürlich, also die Maintainer von UTL-PS SQL, die machen einen Mega-Job. Also ich finde das klasse, das ist ein Open-Source-Projekt. Sollte man tatsächlich wirklich benutzen, wenn man PS SQL-Anwendungen hat. Und es gibt auch gute Videos von Ask Tom, wo ich glaube, Jacek und Philipp mit Connor dann quasi sozusagen mal durchlaufen. Wie sieht das aus, wenn ich das benutze, wenn ich es bisher noch im Einsatz gehabt habe? Ich finde auch, Testen ist unfassbar wichtig, aber es sollten halt auch gute Tests sein, die man schreibt. Also jetzt testen um des Testens willen, das bringt nicht viel, denn man sollte schon tatsächlich die Sachen testen, die tatsächlich auch Probleme bereiten können. Also Teststrategie ist da auch ganz wichtig. Und da kenne ich tatsächlich aus dem Open Source Bereich auch keine weiteren Frameworks, die da helfen würden. Für JavaScript ist die Sache schon wieder ein bisschen anders, weil JavaScript Unit Test, wie gesagt, ja, man macht das ja schon seit sozusagen Menschengedenken, dass man irgendwelche Unit Tests in JavaScript in Node-Anwendungen schreibt zum Beispiel. Und da ist halt auch der Vorteil von Oracle, der Datenbank 23 AI,
dass ich eben auf dieses Ökosystem, auf diese Infrastruktur schon zurückgreifen kann. Und da gibt es auch jede Menge Best Practices, wie man das machen kann. Und wie es in der Open Source Welt so üblich ist, gibt es auch zigtausend verschiedene Frameworks. Da ist es dann tatsächlich schwerer rauszukriegen, welches nehme ich denn jetzt? Was funktioniert denn für mich? Ich habe mal mit Chai und Mocha habe ich mal rumexperimentiert. Und du kannst dann halt diese Sachen in der Datenbank laufen lassen, du kannst sie außerhalb der Datenbank laufen lassen. Und das finde ich halt schon, das finde ich schon sehr charmant. Also da sind wir relativ gut aufgestellt, was die Zukunft angeht, aber das hilft jetzt natürlich nicht den Leuten, die auf 19c sind, weil ja, es dauert ein bisschen, bis die dann ihre Datenbanken migriert haben. Aber das finde ich halt das Spannende an der JavaScript-Geschichte. Also es ist sehr viel mehr als Select, Insert, Update, Delete über den SQL-Driver abzusetzen. Also du hast unfassbar viele Möglichkeiten, coole Sachen zu machen. Und jetzt gibt es auch zum Beispiel in ORMs seit einiger Zeit die Möglichkeit, REST-APIs, also die Handler dazu, die in JavaScript zu schreiben. Und das ist auch total spannend, was man damit alles machen kann. Und die kann man auch wieder über Unit-Tests natürlich anzapfen, ansprechen und dann sagen, hey, okay, ich jage jetzt mal diesen jenen Post-Request da rein und dann will ich auf der Datenbank Folgendes sehen. Und das kann ich dann halt machen und das kann ich auch ganz super einfach in so eine Pipeline einbauen, so eine CI-Pipeline einbauen, wo ich dann halt eben syntaktisch teste. Ich hab einen Linter, vielleicht will ich prettier über den Code laufen lassen, der das dann so formatiert, dass es immer gleich aussieht. Und dann kann ich meine Unit- und Integration-Tests laufen lassen. Und diese Sachen, die gibt es und da kann man auch im Internet nachlesen und dann findet man halt schon so YAML-Dateien, die man dann einfach nur anpassen muss für seine eigenen Zwecke. Also das ist schon wirklich sehr, sehr cool, was möglich ist. Aber ja, Unit-Tests, die sind natürlich sehr wichtig, aber man sollte auch über die Unit-Tests nicht vergessen, dass Unit-Tests alleine nicht garantieren, dass die Anwendung richtig funktioniert. Ja. Ja, genau. Weil selbst wenn alle Unit-Tests funktionieren, kommt es immer noch vor, dass Dinge schief gehen, weil die Kombination aus verschiedenen Sachen so individuell noch nicht getestet worden ist. Ja, auch die UI selber, die klammer ich jetzt die ganze Zeit ja auch so ein bisschen aus. Also wie gesagt, für mich, wo ich ja im Datenbankumfeld unterwegs bin, die Apex-Anwendung mit der Versionierung, vielleicht auch Trunk-Based Development und so. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema und eine ganz eigene Welt, auch wenn es wahrscheinlich möglich ist, aber ich glaube, da muss man dann nochmal ein bisschen umdenken und auch da ist Testing dann natürlich nochmal, UI-Testing ist dann gegebenenfalls, also nicht gegebenenfalls, es ist auf jeden Fall nochmal was anderes, als den Datenbankcode selbst zu testen. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine weitere Session, dass man sich darüber nochmal unterhält. Das, was du eben beschrieben hattest, hast du da zufällig schon einen Blogartikel oder sowas geschrieben oder nimmst du das als Inspiration mit, das vielleicht mal in einem Blogartikel zusammenzufassen? Also als ich angefangen habe bei Oracle, war eben eins der Themen, das ich übernommen habe, war eben Multilingual Engine mit dem JavaScript-Teil im Moment für 23 AI. Aber das andere Thema, was Gerhard, meinem Chef, auch sehr am Herzen liegt, ist das Thema CI/CD. Und was wir gemacht haben letztes Jahr, also relativ lange haben wir daran gearbeitet, uns gegenseitig Ideen an den Kopf geworfen, was hältst du davon, wie sollte man das machen? Und wir haben dann also so einen Tech-Brief geschrieben und das nennt sich Implementing DevOps Principles with Oracle Database und es ist relativ mächtig als Dokument, wobei es meiner Meinung nach halt gerade so an der Oberfläche kratzt, aber das ist halt so über CI/CD, DevOps und diese Themen mit Datenbanken, da könntest du locker ein 300-seitiges Buch schreiben und es ist trotzdem noch nicht alles gesagt. Ja. Also haben wir versucht, so einen Kompromiss zu machen. Da steht dann so ziemlich alles drin, was ich zu dem Thema wichtig finde. Also warum soll man das machen? Ja, warum sollte ich Versionierung verwenden? Zum Beispiel, wir hatten über Git gesprochen, ja. Wenn es mich doch zurückhält, wenn es mich langsam macht. Und das Ganze ist dann so zu Test-Driven Development, ist das so eine Stufe drüber. Also bevor ich irgendwie welchen Code schreibe, überlege ich mir einen Test und dann implementiere ich den Test, der am Anfang natürlich fehlschlägt und dann kommt mein Feature dazu und dann funktioniert der. Somit weiß ich eben, wunderbar, mein Feature funktioniert. Aber bis das Feature dann mal geschrieben ist, brauche ich vielleicht länger. Und dann ist das halt dieser Trade-off zwischen, okay, ich kann jetzt nicht sofort loshacken und was in die Datenbank schreiben, sondern ich muss mir jetzt Gedanken darüber machen und das kommt auch nicht bei jedem gut an. Und das ist auch wieder so eine kulturelle Frage. Da steht aber auch was zu drin. Und dann haben wir auch was zum Deployment. Also über SQL benutze ich da sehr viel. Liquidbase ist ein Format, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Aber das ist eben genau der Weg, den ich so sehe, wie man Datenbankänderungen in die Datenbank einspielen sollte.
Wobei das auch wieder manchmal kontrovers ist. Und man sagt, da gibt es manche, die machen das nicht, dann gibt es Leute, die machen das und dann hast du Chaos. Ja, denn man müsste sich dann halt darauf auch einigen, dass alle das machen, was auch wieder eventuell Diskussionsbedarf darstellt. Und es geht auch, wie man Testumgebungen möglichst schnell hervorzaubern kann für Pipelines, weil man will ja nicht 10 Minuten warten, bis die Pipeline die Testumgebung erstellt hat, bis zu Online-Schema-Migrationen mit Edition-Based Redefinition und DBMS Redefinition und der ganze Kram. Also ich habe mir da schon relativ viel Gedanken zugemacht. Ich würde mich freuen, wenn es Feedback zu dem Tech-Brief gibt. Es ist nicht One Man's Opinion, also es ist schon relativ viel Gehirnschmalz reingeflossen, aber es würde mich halt interessieren, wie man das im Feld, in der echten Welt, was man davon hält. Also wenn es da irgendwelches Feedback gibt, dann auch gerne, gerne an mich weiterleiten. Ja, also ich werde es auf jeden Fall verlinken in der Folge, in den Shownotes. Also falls ihr da Interesse habt, dann schaut da gerne mal rein. Ja, Liquibase und Co., das war auch ein großer Punkt hier auf meinem Board. Die Zeit ist aber, ach Mensch, das ist so fortgeschritten. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz das Thema anreißen, wenn das okay ist. Ja, klar. Okay, super. Also wenn wir jetzt auch von automatischem Deployment sprechen und sowas, dann oder mehr oder minder automatischem Deployment, dann ist das oft auch eine Sorge von den Leuten, gerade im Datenbankkontext, was ist denn mit den Dependencies? Also man muss dann ja beim Deployment möglichst die Dependencies einhalten, sodass das dann auch überhaupt, ja, deployed werden kann. Idealerweise würde sich dann die Installationsstrecke, sag ich mal, aber auch automatisch dieses Skript, was dann ausgeführt werden würde, zusammenbauen. Kommt da dann an deiner Stelle Liquibase in den ein, in, ja, ins Spiel, oder ist Liquibase für dich primär tatsächlich die Struktur abzubilden, also Tabellen, Spalten, Indizes, etc.? Ich mache mit Liquibase mehr oder weniger alles, Ah, weil okay. ich hatte oftmals das Problem in einem früheren Leben, dann war ich Consultant und dann gab es dann so 4 verschiedene Testumgebungen und dann gab es eine Integration und einen Performance-Test und dann gab es dann Produktion. Und die 4 verschiedenen Testdatenbanken, die sahen alle komplett unterschiedlich aus. Also jedes Mal, wenn man irgendein Deployment da drauf gemacht hat als DBA, wusstest du, die funktioniert das. Oh Aber ja. viel wichtiger noch ist, okay, das funktioniert jetzt auf der Test 1, das funktioniert nicht auf der Test 2, das funktioniert auf der Integration, funktioniert es denn auf der Produktion, Ja, ja? ja. Und ich dachte halt immer, der Sinn von Testen ist eben, dass man nachher relativ sicher ist, dass was man auf Produktion einspielt, dass es auch so funktioniert, ja? Also, du willst nämlich nicht am Samstag der Einzige sein, der dann da sitzt, oh, es klappt nicht, der View kompiliert nicht, das Package braucht dies und jenes, wo ist das, wo kommt das her, was kann Ja. ich tun, Hilfe, kein Entwickler da. Das ist doof. Und von daher bin ich halt ein großer Freund von Liquibase für alle Datenbank-Interaktionen, weil da kann ich eben über Tags und andere Sachen kann ich dann auch die History sehen. Also dann sehe ich ganz genau, welches Skript ist wann von wem eingespielt worden. Und das ist halt Gold wert. Und das hätte ich damals gerne gehabt. Dann könnte ich nämlich sagen, Test 1 und Test 2 verglichen, ja, da fehlen aber noch 4 Skripte zum Beispiel. Und dann könnte man das nachziehen. Also Liquibase ist für mich ein unverzichtbares Werkzeug geworden, um Änderungen nachzuziehen. Aber es ist halt eben so, einmal Liquibase, immer Liquibase. Weil wenn du dann anfängst, an Liquibase vorbei irgendwelche Sachen zu machen, dann geht das garantiert irgendwann auch in die Hose und dann ist auch ganz, ganz blöd für denjenigen, der das dann wieder nachts um 22 Uhr wieder in Ordnung bringen muss. Ja, nice. Du hast ja vorhin schon, also nur um nochmals wiederholt zu wissen und dass die Zuhörer, dass wenn sie jetzt sofort starten wollen, all ihre kulturellen Sachen fürs Deployment so umstellen wollen, man kann ja mit SQLCL auch, gibt es ja eine Liquibase-Integration, und da kann man dann auch, wenn man ein bestehendes Projekt hat, ja auch schon alles exportieren an Strukturen. Also sodass man dann auch auf Basis eines bestehenden Systems anfangen kann, starten kann. Ja, oder du sagst ganz einfach, okay, ist mein System mit anderen Mitteln und Technologien bereitgestellt worden. Und ab dem Zeitpunkt jetzt arbeiten wir halt eben mit Liquibase. Dass man eben sagt, ja, die Tabelle, ich nehme das jetzt an, dass die Tabelle T1 existiert, wie sie existiert. Und über Liquibase kannst du ja auch SQL-Dateien als Format, du musst ja nicht das XML-Format nehmen, du kannst ja auch SQL nehmen. Und dann kannst du ganz einfach sagen, Liquibase formatted SQL und dann den Header. Und dann sagst du, alter Table T1, add Column, Foo, Bar, was auch immer. Und dann sagst du ganz einfach, ich migriere jetzt von da aus voran. Du musst dann halt natürlich sicherstellen, dass deine Testumgebungen, auf denen du entwickelst, auf demselben Stand sind, wie die Produktion. Weil, wie gesagt, wenn du Testumgebungen hast, die alle unterschiedlich sind, dann kannst du damit nichts machen.
Von daher ist es dann wichtig. Und das geht halt in der Cloud gut, wenn du zum Beispiel mit Autonomous arbeitest, kannst du eine Autonomous-Datenbank, kannst du über Terraform klonen oder OCI-CLI und dann kannst du dagegen testen. Oder on-premises gibt es das Interface, das PDB-Interface für Auths, sofern man die Multi-Tenant-License hat und so. Da gibt es schon Mittel und Wege, wie man das machen kann. Und ich bin tatsächlich der Meinung, ja, ich will niemandem sagen, wie er zu entwickeln hat, aber es ist definitiv gut investierte Zeit, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, vor allen Dingen auch, es hört sich jetzt sehr simpel an, aber diese Frage immer, wenn ich jetzt Strukturerweiterungen an der Datenbanktabelle habe, wie schreibe ich das dann? Schreibe ich das so, dass es eigentlich nur einmal ausführbar ist? Aber was ist denn, wenn ich das Skript dann nochmal bearbeiten muss? Muss ich es nochmal ausführen? Dann kommt es auf einen Fehler. Dann muss ich jetzt PLSQL-Code schreiben mit Execute Immediate, das dann anlegen. Dann ist die Historie der Datenbanktabelle vielleicht so, dass ich mir auf einmal meine neue Spalte wegschmeiße, weil ich da früher vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so, habe ich da mal was eingebaut, dass die Spalte mit genau dem Namen eigentlich weggeschmissen werden soll und so. Und das hat man natürlich. Dann mit Liquibase hat man ja die Version sozusagen, die ja dann dokumentiert ist in der Datenbank. Die Datenbank ist jetzt auf Version XYZ, dass man dann, dass das Tool weiß, okay, die Tabelle, die gehört dahin. Quatsch, die Spalte, die soll nicht weggeschmissen werden. Ja, genau. Ja. Wobei es halt natürlich auch so ein bisschen wieder anders ist als in anderen Sprachen. In Java zum Beispiel, wenn ich dann meine Java-Klasse habe und schreibe dann was dran und dann habe ich dann Version 1 in meiner Produktion und dann ändere ich den existierenden Code und baue dann ein neues Feature ein. Und das geht dann wieder in Git rein und aber unter demselben Namen. Und das geht eben in Liquibase nicht. Das ist eben das so, wie du sagst, ja, ich kann jetzt nicht einfach das Tabellen-DDL nehmen, ändern. Weil Liquibase eine Prüfsumme errechnet über die Datei und er sagt jetzt, okay, eingespielt habe ich Prüfsumme 1, 2, 3 und jetzt ist aber die Prüfsumme 3, 4, 5. Das heißt, irgendeiner hat dann rumgebastelt, das fasse ich nicht an. Und dann hast du halt auch diese Deployment-Situation, wo du dir denkst, oh mein Gott. Ja, das ist halt ein anderer Workflow, man muss dann eben eine Ja. neue Datei schreiben, die neue Datei muss man dann einspielen. Also es ist halt tatsächlich so ein Migrationsprozess. Das heißt, ich bin jetzt auf T0, dann ist der Stand so und so, T1 ist dann so, und wenn ich in T1 einen Fehler mache, muss ich den in T2 korrigieren. Ich kann jetzt nicht die Dateien in T1 modifizieren, also zum Zeitstempel 1 und die nochmal einspielen. Das geht eben nicht. Da muss man halt wissen, muss man auch für sein Team akzeptieren oder muss das Team akzeptieren. Und wie gesagt, ja, es müssen halt alle irgendwie mitmachen. Ansonsten macht es keinen Spaß. Und das ist wieder, um auf das Buch von Amity Freeman zurückzukommen. Also es ist ganz wichtig, dass man die Leute mitnimmt, dass man kommuniziert und genau, also dieser menschliche Faktor ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, und auch dokumentiert, denke ich, das dann zusätzlich. Aber das gehört ja alles zu der kulturellen Ah, wir dokumentieren doch Veränderung. immer alles, oder? Genau, absolut. Wir wissen immer alle, was wir machen müssen. Dokumentation ist auch immer auf dem neuesten, aktuellsten Stand. Da gibt es nichts, was veraltet ist. Niemals. Okay, also tatsächlich hätte ich noch sehr, sehr viele mehr Fragen. Aber abschließend, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist, abschließend noch kurz die Frage, weil ich es nicht mehr auf dem Schirm hatte, das Feature in der Datenbank Edition Base Sachen abzulegen, war das, hat es irgendwelche, kostet das was oder hat man das theoretisch in jeder Version? Weißt du das zufällig? Da müsste ich ins Licensing Guide reingucken. Das weiß ich tatsächlich nicht auswendig. Aber ich weiß, ich kenne die Leute, die das sozusagen verantworten. Das gehört zu Glenn Hawkins im MAA-Team. Und das ist tatsächlich auch ein super interessantes Thema, was man sehr kompliziert anwenden kann, aber gar nicht muss. Also man kann das, ja, Edition-Based Redefinition ist gar nicht so kompliziert, wie man gehört haben könnte. Sagen wir mal so. Es ist auch wert, also man müsste es dann nachgucken, ist meine Lizenz kompatibel damit? Und wenn ja, dann ist es auch so eine Technologie, wo man sagt, hier vorheriges Wissen vielleicht mal kurz zur Seite legen und mal unvoreingenommen reinschauen. Man kann alles machen, muss aber nicht mit der IBA alles machen. Also wenn man nur Code ändern will, ist das auch total okay, meiner Meinung nach. Danke dir. Und ja, dann würde ich sagen, danke. Vielen Dank. Vielleicht trifft man sich ja nochmal auf der Konferenz, dann können wir nochmal in eine dritte Session reingehen. Ja, genau. Wo wir Wie dann auch du nochmal. mitgekriegt hast, ich quatsche viel, wenn ich gefragt werde. Aber auch, also ich finde das Thema allgemein, wie gesagt, super spannend, weil ich leider auch noch nicht so viele Berührungspunkte, also mit den Smart DB und so natürlich schon, aber gerade mit so CI/CD und wie man das dann am besten aufbaut und natürlich auch den Leuten dann gut vermitteln kann, dass es ganz gut ist, das zu haben.
Das, genau, damit hatte ich noch nicht so viele Berührungspunkte, noch nicht so viel Erfahrung. Deswegen finde ich das immer super spannend. Wenn es möglich ist und ich die Sachen auch finde, werde ich alle die Bücher, die du erwähnt hast und so, und den Guide natürlich, diesen Tech Brief, werde ich dann auch nochmal in den Shownotes verlinken, meine ich. Und natürlich dein Profil. Und ja, danke an der Stelle nochmal für das Interview Nummer 2 und danke auch an die Zuhörer. Ja, vielen Dank.